Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go. Ja, da ist schon wieder die ganze Kamera vollgesucht. Es ist auf jeden Fall der erste Tag, der erste richtige Tag vom Pokémon Day, Pokémon Wochenende, Pokémon Weekend, keine Ahnung. Der Geburtstag von Pokémon Go steht auf jeden Fall in den Startlöchern. Ihr wisst, alles Partyhut, Partyhut hier, Partyhut da. Die Einer aus den Raids, die Starter, dann Evoli und Pikachu wild. Dann gibt es noch einen Pokémon Raid Day am Wochenende, aber am Sonntag diesmal von 14 bis 17 Uhr. Und wir sind jetzt mal auf dem Weg zur Mehrzweckhalle, denn es gibt ja auch die Klon-Pokémon in den Vierer-Raids. Wir gucken mal kurz hier in die Nearby-Liste. Da geht ein Vierer auf, da geht auch ein Vierer auf. Da unten geht ein Vierer auf, dort auch. Wir wollen aber hier rüber zu dem. Zur Mehrzweckhalle in 8 Minuten. Und egal was es ist, ob Glurak, Turtok oder Bisaflor, die nehmen wir mit. Ich hoffe bei meinem Glück, es wird kein Alola Knocker. Aber die Chancen stehen natürlich gut. 3:1, dass wir Erfolg haben. Dann nehmen wir den mit, machen den. Der Alex ist dann auch da. Sehr schön, hab auch grün, kann direkt drüber laufen. Wir melden uns am Raid zurück, stellen dann die Konda ein und hoffen, dass das passt. Ich glaube, der Benny und der Robin, wer den Robin noch kennt, der Robin aus dem Rewe, der will, glaube ich, auch mitmachen. Wir laufen aber erstmal zum Raid, melden uns dann zurück, gucken mal, was es ist. Und ich hoffe, es wird eben kein Knocker. Theoretisch könnte ich die zwei anderen auch noch mitmachen, weil ich für jeden einen extra Raid machen möchte. Ich denke aber mal bei dem Wetter, wenn die anderen nicht mitziehen, wird das nichts. Dann mache ich lieber jeden Tag ein. Und dann ist das auf jeden Fall besser aufgeteilt. Wir melden uns auf jeden Fall zurück, wenn wir am Raid stehen. Schon aufgemacht? Gut. Dann viel Erfolg. Ich muss mich mal da drüben hinstellen. So, jetzt haben wir 2 Stunden auf den Alex gewartet, ne? Wie immer pünktlich. Hinter mir ist übrigens jetzt die Mehrzweckhalle, wie man sieht, das ist die Arena. Ich stelle euch jetzt aber mal hier auf den Altkleidercontainer. Der ist nämlich so etwas in Augenhöhe, glaube ich, oder auch nicht. Hey, das schallt richtig, wenn man hier reingeht. Wir drehen erstmal die kulturelle Mehrzweckhalle. Es ist ein Glurak geworden und Glurak, meiner Meinung nach, sowieso das coolste von den Klon-Pokémon, wo man auch den deutlichsten Unterschied sieht und merkt. Was nimmt's hier rein? Godzilla, Stein, Stein, Rihonyor, Stein, Rihonyor. Können wir, glaube ich, alles so lassen. Müssen wir nichts machen. Leider nimmt es jetzt das Godzilla rein, was ja Best Buddy ist. Aber Godzilla, mit dem laufe ich ja gerade nicht. Also habe ich auch wieder von dem Schadensbonus nichts. Oder dass das halt nochmal gepusht ist. Das ist immer so. Ich tue immer eins rein, was für den aktuellen Raid-Boss passt. Und wenn das dann Best Buddy ist, ist der Raid-Boss schon weg. Jetzt habe ich wieder ein anderes drin, aber es passt halt irgendwie nie. 6 Accounts sind es auf jeden Fall jetzt. Lass mal die Zeit runterzählen und melden uns gleich, wenn der Kampf losgeht. So, der Kampf geht los. Jetzt möchte der Alex am liebsten das Bisaflor auf dem Friedhof noch machen. Aber das durchkreuzt natürlich meinen Plan. Weil ich dachte, 3 Tage Zeit, 3 Klon-Pokémon, 3 freie Raid-Pässe, jeden Tag 1 Klon-Pokémon gemacht und wunderbar. Weil wie gesagt, Mewtwo brauche ich ja eigentlich gar nicht. Da habe ich auch schon das 100er Rüstungs-Mewtwo. Deswegen würde ich das komplett ignorieren. Diejenigen, die das noch brauchen, können sich das ja heute aus der Raid-Stunde fischen. Da finden sich bestimmt ein paar. Apropos Fischen, der Fischi hat schon 20 Mal gefragt, ob heute Abend jemand Raid-Stunde macht. Die Folge hier nehme ich nämlich am Mittwoch auf. Die wird dann aber, glaube ich, erst am Freitag ausgestrahlt. Und ja, also für die noch Klon-Mewtwo, ach nicht Klon-Mewtwo, die das Rüstungs-Mewtwo brauchen, die könnten in der Raid-Stunde teilnehmen. Da können sie ja 1, 2 machen oder halt 10, je nachdem wie viel man möchte. Ich brauche es eigentlich nicht, ich würde mich da raushalten. Ich muss ja eh beim NR-Battle noch streamen und die Runden bewerten, also überall wieder Baustelle, überall zu tun. Und für den Rest, jeder will bestimmt von jedem Klon-Pokémon eins haben. Deswegen wäre es cool, wenn man da jeden Tag 1 machen würde, 1 schaffen könnte. Werte weiß ich jetzt leider nicht.
Die GoTool-App funktioniert nämlich auch nicht mehr richtig. Irgendwie kann man keine Updates mehr machen. Beziehungsweise aktualisiert das nichts mehr. Er zeigt nur noch alte Sachen an. Der Bildschirm ist auch jetzt komplett nass, sodass man wieder mal nicht fangen kann. So, seht euch das an. Sieht aus wie ein Zebra. 2033. Hat jemand über 2033? Zehn Minuten später. 2090. Das scheint wohl was Gutes zu sein. Jetzt weiß ich nicht, wie ich das fangen soll, weil alles nass ist. Ich drücke am besten, erstmal muss ich den Bildschirm abwischen. Meistens verlässt es da die App und schließt alles und dann war es das. So, wir sind wieder hier. Ich weiß nicht, ob die fliehen können. Vielleicht ist das ja wie ein Shiny gehandhabt, dass das drin bleibt direkt. Wir probieren es einfach mal aus mit großartig. Ich darf mich nicht so nah ranstellen. Ich habe den Zoom heute anders. Erster Ball drin. Keine Ahnung. Was war da denn los? Entweder war es Glück oder das ist bei denen so wie ein Shiny. Habt ihr es im ersten gefangen? Ja. Na, das ist aber komisch. Das ist bestimmt kein Zufall, dass das im ersten drin bleibt. Das wird bestimmt wie ein Shiny gehandhabt, oder? Also, ich fang noch. Ach so, du fängst noch. Ah, schon ist die These wieder zunichte. Es bleibt also nicht im ersten drin, wie ein Shiny. Es kann auch rauskommen. Und der mit dem Besten, bei dem macht es natürlich Spirenzchen. Das hat jetzt hier 14L15 2033. Guckt euch das an, wie ein Zebra. Der Bildschirm reagiert schon wieder nicht. Hat eine Maske auf, hat überall Streifen. Sieht doch eigentlich richtig lustig aus. Glurak sowieso, meine Lieblingsstarter-Endentwicklung. Bisaflor, Turtok finde ich, sehen da nicht so cool aus als Klone, aber zur Vollständigkeit muss man die sich natürlich auch noch gönnen. Hier seht ihr übrigens auch, da ist ein Turtok, da ist ein Bisaflor, aber es ist ja eigentlich das Wochenende Zeit. Deswegen war es das eigentlich für mich heute. Der Rest kann ja heute Raid-Stunde machen. Ne? Da haben die noch ein bisschen Spaß. Mal gucken, vielleicht liegt morgen auch so viel Schnee, dass alles weiß ist. Dann sieht es nämlich auch schöner aus. Kurze Hose auf jeden Fall am Start, wie immer. Ne? Und Schnee, das muss passen. Das war's von meiner Seite aus. Habt ihr auch schon einen Klon-Pokémon gemacht? Schreibt es mal in die Kommentare. Wir sehen uns. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.